Da waren noch zwei andere Teams unterwegs, stimmt. Da war was. Einmal das Vier-Team von Teil 1. Wir. Und die von der gegnerischen Mannschaft. Also von der Company selbst. Du bist? Ihr seid? Ah, Genevieve. Dich kenne ich. Nehmt sie an Bord. Wir haben wenig Zeit. Mhm. Ich bin alleine ab jetzt. Das gefällt mir Pupillen aber nicht. Sind geweitet. Er reagiert auf die Medizin. Prüft die Dosierung. Das sollte nicht sein. Und wenn es nicht wirkt? Was macht ihr hier? York, das ist also York. Verdammt, Notmaßnahmen. EVT oder Kammerflimmern. Laden auf 200. Nein, besser 300. Dr. York. Er lebt, aber wir sind zu schnell. Wir müssen... Macht einfach. Was macht ihr denn gerade? Nehmt ihr mir alles, was geht? Das war's. Macht das Morphium bereit. 4 Milli. Wo stehen wir, Dr. York? Er ist tachykard. Wir müssen ihn zuerst stabilisieren. Keine Zeit. Er holt aber auch alles, was es geht. Jetzt weiterzumachen ist riskant. Sie setzen... Wir haben keine Wahl, Dr. York. Weiter. Gut, auf 300. Sie spüren einen Stich. Genau jetzt. Hi, Ernst. Was war das? War das Alma? Sie jemals gesprochen in Teil 1? Abschnitt 2. Over. Ich habe starke Störungen. Nicht nur du. Wo bist du? Ich suche einen Ausgang, aber alle Türen sind verrammelt. Und die anderen? Ich habe nur schwache Signale von dir. Und Beckett. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch da. Das ist meine Krankenakte? M. Beckett Erholungsraum 102. Der Patient M. Beckett erholt sich von der Operation mit einer beispiellosen Geschwindigkeit. Die Lebenszeichen sind wieder annähernd normal. Dr. York wurde alarmiert und wird erscheinen, sobald er die letzte Aktivierungs-OP durchgeführt hat. Aktivierungs-OP? Ich werde auch mit Alma verbunden, richtig? Sollte der Patient vorher aufwachen, erklären Sie ihm, dass er auf der Explosionszone evakuiert wurde. Der Patient darf den Raum nicht verlassen. Zu spät. Das mache ich gerade. Hi, Alms. Wait a second vor allem. Niest der gerade? Sieht aus, als würde er niesen. Hatzi! Was? Wait gerade. Einmal kurz. Wait. Alms, ich weiß. Ich habe dich gesehen. Ich komme. Kontrollieren hier nur, ob ich irgendwas abstauben. Wie zum Beispiel das. Abstauben kann. Mir wurde alles weggenommen, sehe ich gerade. Aber gerade hatte ich doch noch drei, oder nicht? Warum sind sie hier alle weg? Was war das? Oh, da. Ich habe E gedrückt. Archivdatei. Projekt Harbinger. Name des Probanden Cedric Griffin. First Sergeant. Eingereicht von S. York. Paragon Untersuchungsergebnisse. Körperliche Verfassung hervorragend. Mentale Stabilität exzellent. Telästhetisches Potenzial überdurchschnittlich. Anmerkung. Der Proband zeigt vorbildliche akademische und militärische Leistungen. Aufgrund seiner mentalen Kraft hat der Proband eine realistische Chance, ich schätze sie auf 20-25%, den Aktualisierungsprozess ohne schwerwiegende kognitive Regression zu überstehen, wie sie bei gescheiterten Kandidaten aufgetreten ist. Harbinger-Status genehmigt. Was passiert... Entschuldigung, falsche Taste. Was passiert, wenn die mentale Stabilität nicht gegeben ist? Dann drehen sie so durch, wie wir gerade gesehen haben?
Und nehmen alles auseinander. Medi? Nein, das ist kein Medi, das ist ein Buch. Ich glaube, ich bin zurückgegangen. Hä? Gehe ich im Kreis? Geh im Kreis. Jo. Ich habe auch keine Waffen, richtig? Oh, da ist die. Kann ich zoomen. Was ist mit den Stimmen los? Alma. Alma, lass das, ich komme gleich. Kann ich nicht öffnen. Ich will mich nicht hier alles kontrollieren lassen. Ich darf nicht alles kontrollieren. Andy. Hi, Arms. Weiß ich nicht, wo bin ich? In irgendeinem Krankenhaus. Wo bist du? Steht hier irgendwo, wie das Krankenhaus heißt. Und warum sprichst du mit mir? Wieso sind wir miteinander verbunden? Ich bin einfach irgendein random Guy, aber das war ja auch schon in Teil 1 so. Versuchen Sie neues Futter für Alms zu finden. So wie mit Paxton, also Experimente an mir zu machen. Um den nächsten Paxton zu finden. AKA Mi. Das ist doch eine Verarsche hier. Archivdatei, Projekt Harbinger, Red Jankowski. Das sind alles meine Mitstreiter, richtig? Warum wurden wir ausgewählt? 6 Stück? S. York. Pentagon-Untersuchungsergebnis, hatten wir meine auch schon? Keegan Beckett, ja, wir hatten meine auch schon. Hervorragend, 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 okay. Hervorragend, durchschnittlich, überdurchschnittlich. Schlechte akademische Leistung, ansehende Militärkarriere, die durch gelegentliche Verwarnung behindert wurde. Der Proband wurde erst als potenzielle Harbinger-Kandidat identifiziert, als sein älterer Bruder Spencer für den Dienst im First Counter-Assault rekrutiert wurde. Ich glaube nicht, dass er ein brauchbarer talisthetischer Commander wird, aber für Forschungszwecke kann er nützlich sein. Harbinger Status Reserve. Warte, das war der sich so beschwert hatte. Der sollte also eigentlich gar nicht mitmachen. Richtig? Ich spiele viel zu viel Horror. Und es geht sogar wieder. Ich kann wieder Horror spielen. Ja, Alms, du musst warten. Türen gehen auf. Ich höre irgendjemanden schreien. Ich weiß noch nicht wo. Oh, wie in Teil 1. Übertrag Dr. Samuel York. Operationsnotizen. Die ersten 3 Aktivierungs-OPs waren anscheinend ein voller Erfolg. Der 4. Patient, Red Jankowski, ist noch in der Vor-OP. Die anderen sind zur Erholung in verschiedenen Flügeln untergebracht, um vorbewusste telepathische Interferenzen miteinander zu vermeiden. Wenn alle wach und stabil sind, beginnen wir mit dem Anpassungsprozess. Besonders Michael Beckett erweist sich als ungewöhnlich belastbar. Während der OP waren wir zweimal sicher, ihn verloren zu haben, aber er stabilisiert sich wieder. Und nicht durch unsere Zutun, da bin ich sicher. Ja, ich bin halt etwas Außergewöhnliches. Nur leider bin ich vor allen anderen wach. Richtig? Jetzt kann ich außen rumgehen. Das heißt, wenn wir uns wieder treffen, gibt es einen großen Knall, dann geht wieder alles in die Luft, oder? Was wird das? Und jetzt sehe ich gleich eine OP, oder? Oh, na toll. Winter 1, nur diesmal. Alma, lass das. Ich habe keine Waffe. Habe ich eine Waffe? Ich habe keine Waffe. Wait a second.
Wait a second. Entschuldigung, das wird jetzt mein Running Gag. Weil sie mit Nachnamen Wade heißt, deswegen wird das mein Running Gag. Jim Howard, Kelly Saperstein. Schau Nachrichten. Kelly, wenn du keine Patientin in der Lobby hast, schalte mal die 22 Uhr Nachrichten im Fernsehen ein. Das erklärt die Erschütterung von vorhin. Sobald werden wir heute wohl nicht nach Hause kommen. Ihr werdet gar nicht mehr nach Hause kommen. Ich frage mich, ob das noch Nachwirkungen haben wird, aber wir sollten wohl nicht per E-Mail sprechen. Wollen wir in der Pause zusammen in der Cafeteria essen? Piep mich an, wenn du frei bist, Jim. Dazu wird es wohl nicht mehr kommen. Da hat wieder jemand extreme Blutungen. Hey, brauchst du einen Tampon? Ich habe zwar keinen Tampon jetzt dabei, weil ich bin ein Kerl, aber... bei Interesse? Du bist diejenige? Du erinnerst voll gerade an einen Film. Was ist mit dir passiert? Dein Kopf wurde weggeblasen, richtig? Hier ist keiner. Ach, Alms! Du könntest ihr ja mal einen Tampon leihen. Entschuldigung. Warte, von da komme ich, richtig? Yes. Orientierung gleich null wieder. Restricted area, authorized personal only. Ich bin autorisiert. Du bist einer von uns, richtig? Ich habe keine Waffe. Ist das das Vier-Team? Ja. Da ist... Gott sei Dank, wir sind okay. Ja. Viele Fragen. Ich werde Ihnen alles erklären. Aber wir müssen erst in das TAK-Labor. Das wurde... Vorsicht! Deine Leute greifen die Einrichtung an. Ich hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen und alles gleich müssen. Also hat sich dein eigenes Team gegen dich gestellt? Wie geben sie sich zum THK-Labor? Wo ist denn das? Ich mach vor, ich habe hinter mir alle Türen zu. Oh, wie komme ich da hin? Oh, ganz leicht. Das war viel zu leicht. Achtung an alle Angestellten. Diese Anlage wird soeben von einem Sondereinsatzteam unter dem direkten Kommando von dem Anführer Richard Wenig angegriffen, der auf Befehl des Vorstands der ATC handelt. Ihr Ziel ist die Vernichtung von Beweisen und das Umfassen der gesamten Anlage. Ah, das ist also das andere Team. So wie alles und jeden darin. Ist das das Vier-Team? Bis jetzt ist nur der Haupteingang betroffen. Verlassen Sie also das Gebäude auf den Notfallfluchtweg. Ich empfehle, die Korridore zum Haupteingang zu verbarrikadieren, um Zeit zu gewinnen. Versuchen Sie nicht, sich zu ergeben. Sie werden höchstwahrscheinlich erschossen. Genevieve Artist, Präsidentin ATC. Darf nicht entdeckt werden, richtig? Vorsicht, Sergeant Beckett, Sie tappen genau in einen Hinterhalt. Dies ist ein gesicherter Kanal. Identifizieren Sie sich. Wer ist der? Er muss uns über die Sicherheitskameras beobachten. Ich will das nicht. Was ist das? Auburn. Okay. Das ist der perfekte Weg, Ort, um gleich zu rennen. Alles, jede Akte, jede CD, jede Festplatte. Sie gehen kein Risiko ein. Beeindruckend, deshalb hat man sie genommen. Aber wer sind Sie? Nennen Sie mich Snakefist. Wollen Sie mich verarschen? Ein bisschen. Hey, ist gut, Mausi. Entschuldigung, dass ich dich erschreckt habe. Ich musste nur gerade so lachen. Was? Bei einem Männermagazin. Der sieht auch nicht viel besser aus.
Oh, der Herr im Knicklichter, ich will auch. Auf welcher Party wart ihr denn? Snake Fist. Zählt das nicht als Tierquälerei? Sieht das nice aus. Gut. Muss ich mich mit dem Flammenwerfer-Typen dann auch anlegen? Speichert. Oh. Wieso? Könnt mich mal. Ja, die haben mich entdeckt. Schön, nicht? Ja, die Granate bringt euch nicht viel. Ich glaube, das war dein Atmungstank oder so. Noch mehr? Kann ich nicht mitnehmen, das gibt's doch nicht. Ah. Du hast dich ja ganz plötzlich verdoppelt. Wie geht denn das? Da ist keine Tür mehr. Komm her, du Sau! Mit H. Nur noch du? Ich hab nichts mehr. Gesundheit voll. Mhm. Ich habe trotzdem noch so ein Rauschen im Ohr. Arschgeigen. Auch ein großer dabei, richtig? Einer von euch war mindestens ätzend. Und es geschieht euch recht. Speichert wieder. Mindestens zwei hat's erwischt. I'm sorry. Ich habe schon mal vorgearbeitet, dass ich hier da eh nicht lang komme. Wir sagten, irgendjemand soll rauskommen. Jimmy. Wer bist du denn? Komm, ich möchte helfen. Hi! Kennen wir uns? Kennen wir uns nicht? Komm, ich möchte helfen. Lass mich mal sehen, wer du bist. Kenn ich nicht. Gut, ich gehe. Ja? Ich bin keine Gefahr für dich. Ah, ich weiß, wo wir sind. Anfang wieder. Das ist, welche Autos sie kontrolliert haben und welche nicht, richtig? Oh, jetzt mach einfach. Wo? Ja, die haben deinen Beatmungstank. Position halten. Ja.
Noch einer!